Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, der Karte Nordfriesisches Marsch, Version 2.7. Ja, es geht los mit der Rübenernte. Kurz noch ein bisschen was regeln. Ich muss diesen Reparaturstand entweder umbauen oder verkaufen. Weil die KI-Fahrzeuge oder die Fahrzeuge an sich im Autokurs fahren sie eben fest. Ja, drei Geräte habe ich nun hier zum Ernten. Die werden alle drei im Verband arbeiten. Mit Cosplay. Und ich habe mal versucht, ob ich 6 Abfahrer organisiert kriege. Natürlich mit Hänger und so, ne? Schnell einen Traktor. Nebenbei muss ich noch Gras ernte weiterlaufen. Auf 1, das passt. Hier ist das nicht so tragisch. Hier darf es ruhig nass werden, ne? Beginne mit dem ersten Fahrzeug. Den Kurs muss ich mir aber speichern, weil die Ernte wird lange dauern. Das wird so schnell in den 7 Folgen nicht fertig werden. So, mal aufklappen. Aufs Feld zu fahren. Alles nagelneue Geräte gekauft. Ein bisschen Schulden habe ich auch noch. Aber denk mal, das haben wir hinterher mit Zucker. Dann werde ich es aber abarbeiten können. Schwierig, schwierig. So. So, Kursprogrammierung. Feldmodus. Kursgenerierung. Nummer 65. Das zweitgrößte Feld hier. Meines Wissens. Rübenmodus haben wir recht kleine Arbeitsbreite. Wenn wir mal. Geht ja immer mal 3, ne? Also sind dann, wenn ich 3 mache, werden es insgesamt 9. Ja, ungefähr so. Schätze ich mal. Es geht ja wie ein Wenderadius. Hier machen wir scharf. Ja, das sieht man, lassen wir 3 Fahrzeuge. Oder mache ich 5? Dann fahren die eher besser im Kreis, ne? Ich mache 4. Kurz errechnen lassen. Ja, denke mal, das passt. Und zurück. Dann kurz den Kurs speichern. Feld 65. 65. 3, nee, 3. 3. Rüben. Oh. Ja. Dann weiß ich Bescheid in 5,40 Meter waren es, glaube ich. Speichern. Meter. Dann weiß ich Bescheid und kann bei hinten sei schon. Kann man bei Gelegenheit dann entsprechend dann Abstand. Aktiviert machen und den Abstand ein bisschen erhöhen auf 200 Meter ungefähr. Bei Bedarf kann man erhöhen, ne? Ja, schon mal vorweg. Schönen Dank fürs fleißig reinschauen und fleißig ja, mal liken und mal kommentieren. Weiß nicht, der eine oder andere macht es ja mal, ne? So, den Kurs noch kopieren, also schönen Dank dafür. Kopieren. Zum Grunde muss es ein Kurs sein. In dem Falle ja genau mit dem Namen und mit der Entfernung her, ne? So, du wirst dann da hinten sein. Hinten heißt in dem Falle Mitte normalerweise, ne? Es täuscht, es irritiert. Aktivieren wir auch und hier erhöhen wir auch 200 Meter. Also auffüllen bis. Entfernung 200 Meter. Wichtig, dass das aktiviert ist, sonst fahren die sich gegenseitig auf den Haufen. Über den Haufen. Fahren wir schon mal eine Position, wo er dann warten kann, ne?
Ja. Und der läuft ja auch noch, egal. Starten wir jetzt hintereinander, um zu sehen, ob das klappt nachher, ne? Die Abstände sollten auch nicht so groß sein. Das kann auch Probleme bringen. Besonders dann, wenn sie dann wenden und dann der andere nur noch das Vorgewende macht, ne? So. Dann bist du rechts. Rechts. Entfernung, 200 Meter. Da ist, glaube ich, egal. Weil hinter ihm ist ja kein Fahrzeug, ne? Aber halt, man macht's halt, ne? So. Könnte man machen. Man könnte ja hier... Ja, gut. Hier ist hinten. Ersten Wegpunkt. Und Abfahrer aktiviert man, ne? Sonst nutzt halt all nichts, ne? So. Starten wir den ersten, ne? Jo, Pflicht auf Pflicht. Gut, haben schon geerntet. Ich krieg schon Schrecken. Und wenn das so wäre, dann wäre es halt so, ne? Ist ja ein zugekauftes Feld. Nicht von vornherein bestellt. Sondern einfach so. Hier machen wir laufenden Punkt. Kurz rechnen. Dann nehmen wir den zweiten Abfahrer gleich. Der müsste eigentlich warten, bis der entsprechende Abstand da ist. Ne? Macht der jedenfalls. Wo die anderen Fahrzeuge muss ich noch holen, ne? Teilweise, ne? Ja, wir starten mal nicht, sondern warten jetzt, bis er hier der erste, zweite losfährt. Jo, und dann gehen wir hier mit im Start. Wirst du eigentlich jetzt bis zu diesem Punkt fahren. Und dann warten. Wenn er nicht warten würde, mal kurz entlassen und wieder einstellen. Jo. Er wartet. Klappt aus. Und wir kümmern uns mal darum, um die LKWs. Den checken wir mal hin. Die beiden müssen wir auch wegräumen. Dann müssen wir hier nochmal Gras mähen. Oder hier ist schon fertig. Hier muss ich noch Schwattenrest. Gut, super. Hier muss noch gemäht werden. Das ist wo? Achso, ja, hier. Hier stellen wir ein. Ist schon. Mal schauen, ob hier vorbeikommt. Ja, komm vorbei. Da hatten wir andere Probleme gehabt. Die anderen meine ich jetzt, der Rode. Den zweiten brauchen wir viele Fahrzeuge, die haben nicht weit zu fahren. Ne? Zuckerhalberbrick. Ich wollte erst mich ein Lager bauen, ne? Und dann entsprechend zum Lager fahren. Ich habe mir doch überlegt, das lassen wir so, wie es ist. Wenn ich alles täuscht. Oder drei, glaube ich, ne? Oder vier. Fünfte jetzt. Dann warten wir hier auf den nächsten. Ja, mal gucken, was läuft alles so, dann geht das los. Der zweite ist leer, also voll. Wie gesagt, die Erträge sind ja hier ganz gut, ne? Also mengenmäßig ist, muss gepflügt werden, aber irgendwas zu tun haben hier. So, der zweite und dritte aber gekommen hier, der fünfte. Mal schauen.
ist alles so flutsch, ne? Also wegen Einstellen der Breite, dann mal gucken. Da alles passt. Der Entfernungsraum, ja, das passt. Muss ich bei letzten Fahrzeugen, die dazugekommen sind, noch mit einstellen. Hat ja bei Feld Moro 7 nicht hundertprozentig geklappt, anfangs, wo sie das korrigiert hatte in der Einstellung her. So. Zwar minus 0,5. Nur bei den neuen Fahrzeugen wichtig. Sie war gleich voll. Okay, da war ja nicht auch nicht leer gewesen, ne? Das muss man zusagen, ne? Vom Feld Nummer 7 war noch ein Rest drin gewesen, Rübenroder. Von daher alles gut. Das sind die Fahrzeuge von Feld Nummer 10. Der letzte will man umstellen. So. Gehen wir kurz gucken. Na. Minus war es gewesen. Ja. Anwenden. Nochmal gucken. Nächstlichen Ausfahrt. Das passt. Wo ist der andere? Unterwegs. Nein, da nicht. Ich dachte, er würde im Stau stehen. Ach, da. Hier gleich mal umändern. Dresche und Zuckerfabrik abladen. Also ich habe es wieder nicht geschafft, das im Ordner zu ordnen. Ich glaube, ich habe es auch nicht. Beladen, Wasser, Brauerei, Papierfabrik. Hundertprozentig, ich habe das schon übersehen. Beladen, Rüben, Kompost, beladen, Sand und Kies. Kompost, Rüben, beladen ist schon mal die grobe Richtung richtig. Da. Abladen. Abladen, genau. Zuckerrüben abgeladen. So, was ist denn los? Was geht nicht weiter? Was ist los? Auf Ruf warten. Das ist schlecht. Steht alles hier. Aber der ersten Fahrzeug geklappt und der Rest nicht. Ja, mal schauen. Würde ich hier mal eingreifen. Der musste eh fast voll sein. Der ist voll. Der kann nicht fahren, weil der Feldrandkurs wird belegt sein durch die Rohre. Und wir müssen mal die Runde gefahren haben, dann geht's vielleicht. Denn hier müssen wir normalerweise rausgehen, aus dem Feld. Stellen wir hier wieder ein. Nee. Zur Grünfabrik, Junge. Grünfabrik. Haben wir hier einen Kurs? Genau. Da musst du hin. Gut. Der ist unterwegs. Zum Abladen. Steht? Steht. Ja, da muss ich mal eingreifen. Ne? Den nächsten Fahrzeug nehmen, bis es läuft. Aber Glauben ist ungesund. Auf Ruf warten sicherlich, ne? Unzeit haben wir nicht.
Wir reichen bei und ersten Aufladen, ne? Wenn der erste nicht fährt, der kann der Rest auch nicht fahren, ne? Dann warten sie ja logischerweise den nötigen Abstand, ne? Ungünstig in dem Fall. So. Dann gleich auch rausfahren, geradeaus und rechts. Dann ist er auch schon da, ne? Den hätte auch höher machen können, ne? Na gut. Wird schon werden, ansonsten muss ich da eingreifen. Bei Gelegenheit mal. Junge, hat auch nicht warten, ne? So. Auf was warten wir heute? Einladung? Persönliche? Ah, ich weiß den Grund. Ich weiß den Grund. Das sind mein Fehler. Ich muss hier ändern auf Feld 65. Leute, die können die gar nicht finden. Wenn das nicht gemacht ist, dann wird das nichts. Dann war das nie was. So wie Feld 7 ist ja hier nicht, ne? Also 65 muss ich gehen. Ja. Oh, der ist, aber der ist nicht voll. Kommt der mit scharf fahren klar? Manchmal ist er mal, ne? Also wie hier in dem Fall ist ja Platz. Und da oben ist ein Deich. Und da kann der erste Abfahrer Probleme kriegen. In der Theorie. Jo. Schauen wir gleich, ob das klappt. Losfährt und holt. Und der Abfahrer vorhanden, ne? Vier Stück noch. Ah, es geht los. Können wir uns um die Grasballen kümmern, also hier den Rest pressen, also schwatten. Können wir starten gleich. Nee, hier nicht. Nö. Ist ja gleich fertig. Können wir runterfahren vom Feld. Und da können wir das pressen lassen hier. Sammeln, wie gesagt, alles später. Zu gegebener Zeit. Ich wünsche mal allen einen schönen Wochenstart, ne? Ist ja jetzt die Folge 1, ne? Von der neuen Woche. Viel vergessen am Anfang. Und nochmal schön. Ist gleich zu Ende. Natürlich auch ein Dankeschön, dass ihr reinschaut, ne? Ist ja logisch. Der Danke ist ganz wichtig, das ist euer Erfolg, dass ich schon so weit bin, ne? Ich kann nur spielen. Alles andere klicken und liken und dergleichen, das macht ihr und das ist euer Erfolg, wenn das schon so weit ist. Ich kann da nur entsprechend vorarbeiten, ne? Ist immer der Zuschauer, der König ist. Ich bin mehr oder weniger der Diener und übertriebenermaßen derjenige, der bringen möchte, ne?
Hier mal ganz kurz programmieren und zwar, oh je, das ist, oh je, ist gut. Das ist jetzt Feld Nummer 24. Das ist gelöscht. Feld 24. Wow. So. Mal gucken, wo ist der erste D-Punkt? Irgendwo war da gewesen, ne? Stopp war da. Und da war Start. Also sie hat nicht jetzt sehen. Stopp, Start. Gucken, wo er hinfährt. Da ganz oben. Ja, das passt schon so. Ich habe ja schon viel geschafft. Anführungszeichen. Ah, ich wollte Hackschnitzel fahren. Oh, da muss ich Hänger kaufen. Ich habe hier Hackschnitzel nun in Thüringen fleißig reingefahren. Da muss ich mal sehen, dass wir das gleich hinbekommen, ne? Schwatten. Hier war irgendwas gewesen, das fertig machen irgendwie. Ich hatte glaube ich verkehrt eingestellt gehabt. Oh, das ist technisches Problem. Und zwar Feldausfahrt. Ja, der Röhmroder wird es wohl gleich Schaden machen. Fahren, ne? Was machst du denn hier? Noch Mäuse gucken. Du fahr mal nicht in den Teich, du. Ja, das ist die erste Runde, kann es Probleme geben, ne? Kann es. So, durchschalten. Das machen wir in aller Ruhe Zeit haben. Hier ist hier war 3, Feld 3. 3, nee, 25. Da wollte ich mähen. Das war der erste. Mähen kann man ja ohne Kursplay zu speichern, also ohne. Das geht locker so. Rauffahren muss ich trotzdem. Kursgenerierung 25. Versuch mal 2. Gebe hier auf 10 Meter. Und zurück. Und ersten Wegpunkt. Einstellen. Ja, das ist ein Wahnsinnsfeld, ne? Für Rüben ist das schon wahnsinnig, aber gut. Ich wollte das Feld haben, ne? Da drüben ist normaler für Dings hier, für Stroh. Kompass. Das ist für Sammeln, für Silageballen, also Grasballen noch, aber so kleine Hänger macht es auch. Der kann auch ganz da fahren, ne? Haben wir hier einen freien Traktor? Nur den, ne? Müssen wir nur umrüsten auf normale Bereifung.
Weil mit Pflegebereifung ist das nichts auf Dauer. Gut. Können so oft fahren. Und tanken müssen wir auch gleich. Diese Tankstelle muss ich auch noch beliefern. Ja. Oh, oh. Über Überlänge. So, ich schaue, das sollte auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss. Ciao. Und noch ein dickes Dankeschön, fleißig reinschauen. Tschüss.